Hallo und herzlich willkommen, es ist wieder 18.30 Uhr und Leute, fragt mich nicht, was ich hier gerade tue, aber ich bin Behemoth und kämpfe im Arena-Modus. Mein Plan war eigentlich, mal ein Spiel zu kommentieren, einfach andere Leuten zuzuschauen, wie sie spielen und das Game live zu kommentieren. Leider ist dieses Feature irgendwie nur für private Matches möglich, ich weiß es nicht, aber es geht auf jeden Fall nicht so. Der da oben hat schon meine abbekommen. Kann ich ihn nochmal herziehen mit der Zunge oder... Der war sogar gut hier, wenn ich den jetzt... Und T-Tonic ist der Erste, der hier... Oh, schön. Oh, er hat sein Schild sehr gut aktiviert. Aber wenn ich hier dranbleibe, dann ist das... Kevin, kommt nicht ran. Komm, 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 komm. Komm. Und... Da. Ich muss... Ah, der Flammenwerfer von Hyde hier. Oh. Hohoho. Der ist schon mal da. Alles klar. So. Ist noch nicht vorbei hier. Das ist klar, aber muss ja ein bisschen Stress machen. So, zack. Okay, der. Hier ist ein KI-Cabot. Das freut mich. Komm, mach den jetzt nicht. Wen haben wir als Medic? Wen haben wir auch? Oh, mein Freund. Ist das wirklich Lazarus? Hat der den sogar wiederbelebt? Ich. Okay. Chill. Chill und. Okay. So, einfach. Alles ist cool. Die Lava ist übrigens saustark. Also, richtig starke Fähigkeit. Mein Freund, lass mal... Okay, warte, ich muss das hier isolieren. Okay, warte mal. Okay, so. Oh, aber auf jeden Fall, wenn das Commentary... Ich weiß nicht, ob es wirklich... Ich habe es noch nicht gecheckt, wie man es wirklich... Wie man Public Random Match kommentieren kann. Weil das will ich unbedingt machen. Das kann man richtig cool machen. Und so, wer lebt denn? The fuck? Ach so, okay. Ich dachte schon, Lazarus ist wieder am Leben. Aber, schütze mich mal ein bisschen. Schau mal, wie wenig Leben der da drüben hat. Ist das ein KI-Typ? Nee, ne? Ey, hör auf mich zu schießen, was mir zu viel... Ah, ich habe ihn nicht bekommen. Es ist noch nicht gelaufen. Der Drops ist hier noch nicht gelutscht. Aber der war nicht schlecht. Da habe ich wieder einen Schlag. Und jetzt die Kugel. Yo, die Kugel, Alter. So. Ja, ja. Ich kümmere mich mal in Ruhe um den hier. Erstmal ein bisschen was von dem. Naja. Ah, wir gewinnen mit dem Behemoth. Ich... Weiß nicht, was los ist. Wahrscheinlich lag es beim Arztbesuch, ja heute beim Arzt. Weil ich hatte ein komisches Gefühl in der Leiste. Und da werde ich gleich was zu erzählen, wenn die kurz Pause ist. Und ich dachte schon, ich habe einen Leistenbruch. Das bedeutet, dass... Okay, weil ich weiß nicht, ob ihr es hören wollt. Also es ist ein bisschen eklig. Es bedeutet, dass praktisch dieser Sack, wo die ganzen Gedärme drin sind... offen ist. Und die Gedärme da einfach mal so durchflutschen durch so ein Loch. Kann passieren, das ist natürlich dumm. Junge, du hast verloren, gib doch auf. Du hast einfach verloren. Wir haben gewonnen, wir gewinnen das erste Match als... So, komm. Mein Freund, es ist vorbei. Es ist einfach nur... Ah, 400... Okay, so. Ja, Mann. Ja. Ey, Behemoth, Kampf 1 gewonnen, awesome. Okay, ich war beim Arzt. Und es war aber nur eine... Fähigkeiten ändern? Soll ich sie ändern? Geh mehr auf... Geh mir auf das. Okay. Der Riss ist, glaube ich, nicht so geil. Und es ist nur eine Zerrung, was ziemlich geil ist. Habe ich mir irgendwie beim Sport zugezogen, Hantel heben und so. Und dann der Bauch und dann reißt da irgendwie alles auf. Ich weiß nicht. Kampf 2, ich muss mich konzentrieren. Was ist das? Das ist eine schöne Map für den Behemoth. Sehr schöne Map. Eng. Kämpfe. Ja, ich kämpfe ja schon. Chill. Und... Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wo ungefähr die Leiste ist an eurem Körper, aber wenn ihr es wisst, dann könnt ihr euch denken, was ihr beim Arzt tun müsst, damit er das Ganze analysieren kann. Das ist hammer eklig. Die wissen, wo ich bin übrigens. Und, ja. Das ist echt, also... Okay, der hat sein Schild. Scheiß auf den. Kümmere dich um den. Komm, dem sein Schild ist gleich vorbei. Dem sein Schild. Das war dumm von mir, okay. Jetzt komm, 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 komm. Oh, der Assault ist mutig, aber er macht eigentlich das Richtige. Nur das Team lässt ihn im Stich. Er ist hier ganz alleine. Nee, da, also da kannst du natürlich gar nichts machen. Kann ich den herziehen? Ist das in der Reichweite? Das ist in der Reichweite des Ganzen. Ja, oh, der hat sich unsichtbar gemacht. Ja, ja. Da ist er. Da hinten ist er. Ich muss den killen. Wo ist der Medic? Ist das da der Medic? Nee, da oben ist er. Kill den. Okay, jetzt. Go. Alter, bin ich langsam. Da oben ist er. Ist er, oder? Ja, ja. Warte mal. Bleib mal stehen. Ich erzähle euch gleich, was passiert ist, Leute. Es ist. Ich habe gerade keine Zeit. Pam. Wo ist der Medic? Wo ist der. Alter, also ich darf hier nicht irgendwie weggehen.
Dieser scheiß Medic, wo ist der? Er hat sich unsichtbar gemacht. Der wollte ihn gerade wiederbeleben, aber so nicht, mein Freund. Das mache ich mal, setze ich mal das dahin. Kann er nicht essen, oder? Ah, ich schaff's nicht. Ist das, der Medic? Okay, go, 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 go. Mein Freund, bleib stehen. Bleibst du stehen? Den hole ich mir jetzt und lass den Sieg mit B. Alter, ich glaub's gar nicht, aber. Okay, ich darf ihn nicht zu früh freuen, aber es könnte tatsächlich. Mein Freund. Mein Freund. Warte mal. Oh, ist das Gute, was ich jetzt gemacht habe? Er lebt noch. Ich weiß gar nicht, wo. Warte mal. Scheiße, jetzt habe ich ihn verloren. Wo liegt die Leiche von dem? Ist sie schon weg, die Leiche? Er ist da hinten. Warte mal. Ich glaube, der Typ ist weg. Also der Assault. Ich weiß nicht, wo die Leiche hin ist. Aber ich sehe sie auch gar nicht mehr. Die lag doch hier, oder? Ich sehe sie nicht mehr. Jetzt schnell was essen. Jetzt ist gerade die Chance da. S. Okay, hat nicht gereicht. Zack, ziehen her. Hat auch nicht gereicht. Ess den. Ess ihn. Okay, go. Und pap. Ah, nicht erwischt, ey. Das ist natürlich hier blöd für ein Behemoth. Hier diese steilen Gänge. Und der war nicht schlecht. Und jetzt ist Feierabend. Mit dir. Mit, wer auch immer das ist. Wer ist denn das? Support. Zack. Over. It's over. So, jetzt hier schön die Grützeln spucken. Alles klar, die ist sehr gut, die Lava-Spucke. Also dieses komische Ding. Ich dachte am Anfang, die ist sehr schwach, aber die... Essin, alles vorbei. Er ist... Okay. So, jetzt kann Lazarus mit dem gar nichts mehr anfangen. Pap. So, hol dir jetzt die anderen, ey. Das ist der Sieg mit... Das kann nicht sein, ey. Das kann nicht wahr sein. Pap. Und pap. Und pap. Und pap. Hier kommst du nicht mehr weg. Es ist... Wie ist denn da durchgekommen, bitte? Zack. Es ist der Sieg mit dem Bär. Ich sehe dein Jetpack, mein Freund. Ich sehe dein Jetpack. Nee. Ja. Gata. Ey. Seht ihr dieses Monster? Ich habe mit dem Monster gerade gewonnen. Ich habe mit Behemoth eine Runde gewonnen. Wehe, Shadowplay hat die Aufnahme nicht gespeichert. Mit Behemoth Arena-Kampf gewonnen. Ja. Ah, mein Leben fühlt sich gerade viel besser an. Es interessiert mich alles nicht. Es ist so wunderschön. Ich liebe dich. Okay, beim Arzt auf jeden Fall eine Situation so, ich will es jetzt noch zu Ende erzählen, die Geschichte, das war nämlich echt peinlich. Also ich habe damit nicht so ganz gerechnet, es war ein Allgemeinarzt, ja. Und ich bin halt so hin und habe gesagt, ja hier, also in dem Wartezimmer und dann saß ich da und habe dann so gesagt, ja hier an der Leiste, fühlt sich irgendwie komisch an, können Sie ja vielleicht mal nachschauen. Und der Arzt, ja, schauen wir gleich mal nach, aber da müssen Sie jetzt sprichwörtlich die Hose runterlassen. Und ich so, okay, ja, okay, dann... Mache ich das mal. Ich gehe übrigens mal. Ich bleib hier drin. Dann mache ich das mal. Zieh die Hose aus. Und, also wie gesagt, wenn ihr wisst, wo die Leiste ist, dann muss nicht nur die Hose runter. Und ich stand dann da so. Ja, und jetzt? Und dann schaut er mich so an. Ja, alles. Und Alter, ey, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde das so ekelhaft. Also, es ist für mich einfach nur übelst unangenehm. Es gibt nichts Schlimmeres als beim Arzt zu sein und dann drückt der irgendwie da rum und es ist so ekelhaft. Und ja, aber immerhin hat er mir dann sagen können, was war. Ja, das war schon ganz geil. Also geil im Sinne von oh mein Gott. Okay, egal. Wir beenden die Folge, Leute. Vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns dann morgen wieder bei ich werde die neue Map mal spielen. Nicht hier, die hier. Nicht das da. Ich will die neue Mördergrube-Map spielen. Keine Ahnung, wie das geht. Ob das random ist. Wir sehen uns morgen wieder. 18:30. Wir zocken noch Evolve. Arkham Knight wird sofort weitergezockt, wenn die neue Festplatte da ist. Die SSD schicke ich hoffentlich morgen ein. Die muss ich jetzt speziell verpacken. Das ist nicht so einfach. Und wenn die kommt, ich baue die ein, installiere Windows 10. Batman Arkham Knight, OBS und mein Audioaufnahmeprogramm und dann nehme ich sofort auf. Wirklich. Arkham Knight wird kommen, aber Evolve ist jetzt gerade am Start und ihr liebt ja Evolve offensichtlich. Bin echt, da reden wir in der nächsten Folge drüber, Leute. Bis dahin. Ciao.